Hey Leute, ich bin's wieder, euer Juju Vogel und heute mit einem neuen Entkommen-Video. Und ihr seht schon, wovon ich entkommen muss. Und zwar vor Frozen, vor Elsa und Anna. Die wollen mich bestimmt einfrieren oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich will hier einfach nur raus und ich muss hier entkommen. Frozen für eine Überraschung. Das heißt, ich muss hier vor den beiden entkommen. Das heißt, was ist das denn? Nein, jetzt habe ich schon verloren. Ach so, ich darf nur die Blauen berühren. Ach so, das war eben verwirrend. Okay. So, jetzt muss ich nur die Blauen hier berühren und dann... Ey, das ist ja voll leicht. Und dann, was passiert dann, wenn ich das jetzt schaffe? Welche Überraschung bekomme ich dann? Und hier... Okay, das sieht doch super aus. Und nein, nein, leider nicht ganz geschafft. Okay, jetzt nochmal neu. Und dann könnte es dann sein, dass ich... Wow, voll cool. Okay, ich muss ja immer nur drüber springen. Ja, ist so gar kein Problem. Jetzt bin ich echt überrascht. Oder nicht überrascht, sondern ich bin echt neugierig, was diese Überraschung für mich wohl sein wird. Da vorne ist ja schon das Ziel. Und wenn ich jetzt hier gleich drüber springe, dann bin ich schon in der fast letzten Ebene. So sieht es nämlich aus. Und was dann Frozen, für welche Überraschung mir an Frozen gibt, dann bin ich, da bin ich mal mega gespannt. So, jetzt gerade habe ich wieder mega Glück, erstmal hier balancieren. Ich wollte nämlich schon auf das Graue springen, aber dann dachte ich mir so, nee, vielleicht sind ja die Blauen die Felder. Ah, okay, wo komme ich jetzt? Wow! Ich bin in der neuen Welt. Boah, cool. Da bei Frozen, okay. Alles klar, das ist wohl meine Überraschung hier. Na gut. So, jetzt die Frage, wo kann ich jetzt hier das Spiel beginnen? Wo kann ich hier weitermachen? Und so, ich gehe mal hier rein. Jetzt bin ich gespannt, was da wohl dann kommt. Okay, da. Ich bin jetzt hier im Frozen Land. Okay, gut. Da muss ich dann jetzt hier anscheinend runterrutschen und... Wow. Okay, cool. So, Fortschritt ist gespeichert. Sehr gut. Jetzt kann es hier nämlich weitergehen. So, okay. Jetzt darf ich hier bloß nicht runterfallen. Weil ich nicht weiß, ob ich dann nochmal von komplett neu anfangen muss oder ob es dann weitergeht. So, okay, da bin ich jetzt. Voll cool. Also eigentlich möchte ich ja gar nicht vor Elsa und Anna fliehen, denn die beiden sind ja mega nett. Aber hier steht entkomme vor Frozen. Wahrscheinlich muss ich einfach nur weiterlaufen, damit ich nicht einfriere. Frozen, einfrieren. Ach so, das ist ein Wortwitz. Alles klar. Habe ich irgendwie jetzt verstanden. Also jetzt, wo ich es verstehe, ist es lustig. Okay, aber wir sind ja noch gar nicht so weit, dass es Weihnachten ist. Es ist ja noch ein paar Tage hin. Aber irgendwie, muss ich sagen, habe ich schon so ein bisschen das Weihnachtsfeeling. Ich meine, schaut mal nach draußen. Es ist ja schon ein bisschen kälter und es wird auch schon recht früh dunkel. Das heißt, Weihnachten steht ja auch bald vor der Tür. Und ich freue mich schon auf meine Geschenke. Ich weiß noch gar nicht, was ich mir zu Weihnachten wünsche, aber ich fange jetzt schon mal an, meine Liste zu machen. Wir haben jetzt schon Oktober. Und im Oktober ist ja immer gut schon mal anfangen, seine Liste zu machen, was man sich für Geschenke kauft oder wünscht vom Weihnachtsmann. Denn wenn man sich schon früh genug darauf vorbereitet, dass der Weihnachtsmann die Geschenke besorgen kann. Deshalb finde ich diese OB hier sehr, sehr gut. Vor allem Frozen ist ja auch ein Weihnachtsfilm. So, und Leute, freut ihr euch schon so auf Weihnachten wie ich? Auch wenn es ein bisschen früh ist. Aber ich meine, nur der frühe Vogel fängt den Wurm, nicht wahr? So. Jetzt muss ich mir aussuchen, welchen Weg ich gehe. Ich probiere erstmal grün aus. Yay! Dann probiere ich mal grau aus. Nein, okay, zweimal grün. Eins, zwei. So, jetzt probiere ich grau aus. Yay! Jetzt probiere ich wieder grün aus. Yay! Jetzt probiere ich wieder grün aus. Yay! Jetzt probiere ich wieder weiß aus. Yeah, geschafft! Boah, beim zweiten Versuch. Voll cool. Die Frage ist jetzt, ich glaube, ich muss... Ja, ich muss hier oben drauf. Okay, sehr gut. So, okay, jetzt... Oh, das sieht so weit aus. Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, dass ich jetzt hier auf jeden Fall weiterkomme. Die Entfernung ist doch hier viel... Oh, doch nicht. So. Geschafft. Und da vorne... Wo ist eigentlich der Weihnachtsmann? Eigentlich muss ich doch den Weihnachtsmann treffen hier. So, vielleicht treffe ich auch Olaf oder... Oder die...
Oder die anderen von Frozen. Mal schauen, ob ich Anna treffe. Oder Elsa. Das wäre doch voll cool, oder? So, und hier... Oh, schaut euch mal diese Eisstrecke hier an. Ich muss aufpassen, dass ich nicht runterrutsche. Aber... Das sieht auf jeden Fall machbar aus. Oh, welche Fläche darf ich jetzt hier berühren? Ich probiere mal die dunkle und... Nein, okay, die darf ich nicht berühren. So. Und das war jetzt natürlich hier ein bisschen gemein, muss ich sagen. Aber auch, lustig. So, und hier nochmal... Diese Eisstrecken nicht ausrutschen, nicht ausrutschen. So, gut, dass ich meine Winterschuhe anhabe. Und hier kann ich jetzt nämlich einfach so ganz normal durchspringen. Und hab das auch jetzt schon fast geschafft. Ha, bin der Allerbeste. Ich glaube, wenn ich das Spiel Emma zeige, dann wird sie sich mega freuen. Denn Emma ist ja eine richtige Frozen-Fan. Sie mag Elsa, Anna voll gerne. Und Hannah mag Elsa voll gerne. So, oh, jetzt muss ich aussuchen zwischen vier Wegen. Welche nehme ich? Ich probiere nochmal die grüne aus. Nein, die grüne war es nicht. Okay, dann probiere ich jetzt hier die dunkelgrüne aus. Nein, auch nicht. Vielleicht die rote. Nein, auch nicht. Okay. Dann wird es diese hier wohl sein. Jetzt probiere ich dann nochmal die gleiche aus. Yes. Nochmal die gleiche? Nein, okay. Das hat nicht funktioniert. So. Dann hier. Jetzt probiere ich mal grün aus. Nee, ich probiere mal rot aus. Nein, auch nicht. Okay. Dann muss ich jetzt vielleicht doch hellgrün ausprobieren. Nein, dann wird es doch dunkelgrün. Oh, na toll. Okay. So. Und jetzt vielleicht rot. Yeah, es hat funktioniert. Also, mein Gefühl hat mir einen richtigen Pfad gesagt. Aber natürlich musste ich zwar nochmal neu laufen, aber hier ein Ballonsaft, aber den schaffe ich auch mit links. Oh, schon wieder. Jetzt probiere ich rot aus. Nein, schon wieder nicht. Okay, dunkelrot, auch nicht. Die Farben, die wechseln die ganze Zeit. Hellgrün, yeah, nochmal hellgrün. Nein, okay, leider hat das nicht funktioniert. So, jetzt vielleicht ganz links. Nein, auch nicht. Das kann ja ewig dauern. So, und jetzt rot. Nein, auch nicht. Oh, na toll. So, dann ist es dunkelrot da hinten. Okay, so. Vielleicht nochmal dunkelrot. Nein. So, es war hellgrün. Dunkelrot. Hellrot vielleicht. Nein. Oh, das ist hier echt schwer. Vor allem, wenn man die Wahl von vier Stück hat, dann ist es ja auf jeden Fall nochmal etwas schwieriger. So, jetzt probiere ich mal hellgrün aus. Ich glaube, hellgrün hatte ich noch nicht, oder? Doch. Ah, stimmt, ganz am Anfang habe ich ganz vergessen. Eins. Ah, jetzt bin ich so runtergefallen. Was? Eins. Zwei. Dann ist es jetzt hell. Ich glaube... Nein, doch nicht. Das war doch nicht hellgrün. Oh Mann. Ich muss jetzt auch alles merken. Das ist ja... Ich glaube... Die Lösung vom letzten Gitter ist rot. Weil jede Farbe ist jetzt einmal dran gekommen. Außer hellrot. Diese hier. Nein, doch nicht. Dann ist es nochmal dunkelrot. Okay, meine Theorie ist leider nicht aufgegangen. Aber nicht schlimm. Dann wird es wohl dunkelrot sein. So. Oder grün? Nein, ich glaube dunkelrot. Das war doch... Was? Okay. Es hat doch funktioniert. Oh, fast wäre ich wieder runtergefallen, ohne dass ich eigentlich die falsche getroffen habe. So, und jetzt... Was? Welche ist es denn dann? Ich habe doch jetzt... Nein, wieso? Was? Also jetzt werde ich hier unkonzentrierter. So. Ich habe jetzt hier jede Farbe einmal ausprobiert. Also hier hinten. Ah, doch nicht. Die nicht. Okay. So. Und jetzt? Okay, gut, dass hier nichts, gut, dass ich mich hier nicht entscheiden muss. Dann hätte es jetzt noch länger gedauert. Wann komme ich denn ins Ziel? Eigentlich habe ich gedacht, ich komme jetzt, ich bin jetzt gleich schon im Ziel. Aber anscheinend nicht. Okay, welche Wand nehme ich? Die grüne. Okay, zum Glück muss ich hier nicht nochmal von vorne anfangen. Sondern kann hier einfach durchlaufen. Yeah, okay, cool. Wow, hier ist auf jeden Fall ein bisschen... Nein, 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 nein. Huh.
Oh, ich darf diese dunkelgrün nicht berühren. Okay, hehe, geschafft. So, und hier nochmal so ein kleines Labyrinth. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Und das sieht so aus, als ob ich es hier gleich geschafft habe. Auf jeden Fall ist hier schon Weihnachtsspielzeug. Da hinten, ja, ich habe es da hinten geschafft, glaube ich, oder? Dann geht es da noch weiter? Geht es da hinten weiter? Wie weit geht's denn noch? Ich habe gedacht, ich bin hier gleich fertig. Komisch. Na gut, dann schaue ich nochmal weiter. Ich meine, ich freue mich ja schon, wenn ich die anderen sehe. Elsa und so. Vielleicht muss ich denen ja sogar bei einem Abenteuer helfen. Und ich muss sagen, ich mag Elsa auch voll gerne. Elsa ist voll cool. Nein. Boah, das ist hier so schnell. Das ist hier auf jeden Fall etwas, wo ich nicht so gut drin war, was ich zugeben muss. Hier immer diese Drüberschwingen und so genau springen. Boah. Ja, geschafft. So, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier einfach nur geradeaus durchlaufen? Okay, das ist ja gar kein Problem. Hä? So. Und jetzt hier wieder erstmal balancieren. Na gut. So, und hier nochmal. So. Und da nochmal. Also hier, wenn es so geradeaus geht, dann kann ich auf jeden Fall ein bisschen schneller sein. Dann ist das Balancieren gar nicht so schwer. Aber wenn es hier um die Ecken geht, da muss ich auf jeden Fall genau sein. Weil ich bin jetzt schon so weit und ich möchte jetzt nicht nochmal runterfallen. Und dann wieder von neu anfangen. So, okay. Sehr gut. Ja, das macht Spaß. Whoa. Okay. Hier nochmal und dann. Yay, geschafft. So. Und hier nochmal über solche Balken springen, über die bunten Balken. Und dann komme ich hier direkt schon hin. Hier darf ich auch nichts berühren. Oh. So und. Geschafft. Haha. Richtig gut. So, so, so. Und dann komme ich hier noch entlang. Und da. Ja, sehr gut. Ah, jetzt bin ich hier an der Brücke, bei der ich gerade auch, und die ich gerade schon von hinten gesehen habe. So, so, so. Und ja. Sehr gut. Oh, schon wieder sowas mit dem Drüber. Nein. Schon wieder mit einem Drüberspringen. Nein, schon wieder nicht. Oh Mann. Na gut. Leute, ihr habt's gesehen. Ich bin jetzt auf jeden Fall vor Frozen nicht ganz entkommen. Muss jetzt noch eine gewisse Strecke zurücklegen. Aber wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr es gerne machen. Wenn ihr ein Like da lasst, dann weiß ich nämlich, dass euch das Video gefällt. Und dann würde ich das auf jeden Fall nochmal spielen. Und vielleicht treffe ich dann ja Elsa und Anna. Und vielleicht können wir jetzt am Spielen mit Olaf oder so. Das wäre doch voll cool, oder? Also, wenn euch das gefallen hat, dann würde ich sagen, bis später. Ciao, euer Jojo Vogel.